Ich werde niemals gegen Team Plasma verlieren. Übrigens, wo sind wir hier? Das Pokémon. Es ist mit Eis bedeckt. Kann es sein? Ist das... was Twindroid City? Du bist ja schlauer als ich dachte. Wenn du so viel Verstand hast, wieso bist du das Risiko eingegangen, in unser Versteck einzudringen? Das ist doch offensichtlich. Ich tue alles, um das Pokémon meiner Schwester wiederzubekommen. Bist du es etwa, der vor 5 Jahren in Adventure City ein Fidelou gestohlen hat? Ein einfaches Fidelou? Das wird irgendjemand gestohlen haben und jetzt für sich benutzen. Aber was ich nicht verstehe, es gibt dann noch andere Fidelou. Warum hängst du so an diesem einen? Dieses Fidelou ist absolut einmalig auf der Welt. Mein verstorbener Großvater hat es extra für meine kleine Schwester gefangen. Es ist unersetzlich. Ein Andenken an jemanden? Das mag für dich zwar sehr wichtig sein, aber für Außenstehende ist das eine unbedeutende Angelegenheit. Es ist nichts im Vergleich zu diesem prachtvollen Schiff. Es nutzt die Kraft des legendären Pokémon Kyurem. Damit wird es uns dieses Mal gelingen, ein All zu unterwerfen. Sieht so aus, als hätte sich Kyurem vollständig regeneriert. Ich werde den DNS-Kai sinnvoll einsetzen. Den Rest überlasse ich euch, Pinstrio. Red kein Müll, du hast schließlich verloren! WTF. Damit willkommen zurück zu Pokémon Schwarz 2. Was war das jetzt? Ich habe kurz mal hier Mario Luigi mal ein bisschen den Hintergrund hier mal umgeändert, dass wir vielleicht damit auch mal kurz arbeiten konnten. Weil jetzt die Bildschirme übereinander waren, das war ein bisschen unpraktisch mit dieser Anordnung hier. Egal. Den Plasma. Wenn ihr auch flieht, ihr entkommt mir nicht. Was ist das da drüben? Tut mir leid, dass ich so spät komme. Ich vermute mal, dass sie in Richtung Riesengrotte fliegen. Die Riesengrotte? Sie liegt am Ende von Route 22. Gut, ich gehe da jetzt hin. Dennis, komm du auch. Ist Pokémon Kyurem, oder? Ich finde, seine Stimme klang irgendwie traurig. Das ist bestimmt nicht freiwillig da. Kyurem? Missbraucht Team Plasma Kyurems Kräfte etwa für seine bösen Machenschaften? Wie wollen wir Team Plasma aufhalten? Wenn Kyurem ein legendäres Darm-Pokémon ist, so wird, so wie Lysander sagt, dann können wir ihm nur Zekrom oder Reshiram die Stirn bieten. Aber keines dieser beiden Pokémon ist im Moment hier. Wo sind die beiden Trainer, die von den legendären Pokémon anerkannt wurden? Ich werde mich aufmachen und sie suchen. Wow, es war auf jeden Fall viel jetzt hier nochmal los. Und ja, wir sind soweit hier fertig. Ich möchte mal kurz schauen, vielleicht gibt es dort rechts noch irgendwas. Ich weiß es nicht. Wir haben ja momentan noch unsere Vereinsklave mit dabei. Aber hier sieht es nicht danach aus. Okay, dann will ich jetzt hier auch nicht so viel Zeit verschenken. Und will dann dementsprechend wieder zurück. Obwohl, wir können ja theoretisch gleich hier mit Michelle Fliegen einsetzen. Dann geht es ein bisschen schneller. Brauchen wir nicht durch die Lüfte hier, durch die Höhle wandern. So, nicht nach Andula, sondern nach Abidaria City. Wir gehen jetzt auf Route 22, wo wir sogar schon waren. Zum Teil. Aber wir sind dann umgedreht, weil wir noch zu Route 21 wollten. So war auf jeden Fall der Plan. Jetzt können wir ein Glück auch wieder Jonas mitnehmen. Und da er über die Strandgrotte hinweg leider in der Box bleiben musste, damit wir Surfer haben. Danke Jonas für die Geduld. Jetzt kannst du aber wieder mit dabei sein und auch wieder gelevelt werden, weil bevor wir los sind, war er am höchsten gelevelt mit. Jetzt ist er mit am niedrigsten gelevelt. Oh, da ist er doch. Weg mit unserem Vollmsklaven. Ich werde dann gleich hier mal bewegen und Jonas gleich mal mit nach vorne packen. Hier. Passt. Perfekt.
Let's go. Wir haben ja auch noch ein paar Trainer vor uns. Aber vorher will ich mal unsere Pokémon kurz mal heilen. Das habe ich eben, glaube ich, nämlich nicht gemacht. Und dann geht's jetzt direkt weiter. Auf der nächsten Route Richtung Riesengrotte, oder wie die hieß. Muss mal kurz schauen, ist das wirklich auf Route 22? Aber ich glaube, die haben das auch erwähnt, richtig? Genau, die ist hier. Und dazwischen ist halt Route 22. Auf Route 22 habe ich, glaube ich, auch schon angesprochen, was man da für Pokémon fangen kann. Daher werde ich das nicht nochmal machen. Wenn ich das doch nicht gemacht habe, dann tut es mir leid. Aber ja, gebt einfach mal PokéWiki ein und dann seht ihr es selber. Ist eigentlich nur so eine Randinformation, was ich da mache. Nichts Großes, Besonderes. Ach, hier muss ich dann doch mal einen Schutz einsetzen. Hab jetzt keinen Bock auf wilde Pokémon. Level 39. Ja, gut. So stark sind sie jetzt dann auch nicht mehr. Beute. Indigo-Stück. Brauchen wir nur zwei Stück. Aber, ja, ich kam jetzt noch nicht dazu, nochmal welche zu suchen. So, die haben wir hier besiegt. Ach, wir sind ja bis hier hingekommen, weil hier war das legendäre Pokémon. Hier unten waren wir auch schon. Okay, dann geht's jetzt hier links weiter, aber auch da oben ist noch was. Ich gehe erstmal dort hin. Moment mal. Wo ist denn da hin? Von dort oben? Interessant. Nee, doch nicht. Da komme ich doch nicht hin. Ja, da muss ich wohl von woanders hingehen. Okay. Jetzt setze ich hier runter. Hier ist ein Item. Ein Giftstich. Verstärkt Giftattacken. Übrigens, ich habe mal so ein bisschen überlegt, was fehlen uns eigentlich noch für Attackentypen. Und na, da kann man mit Server hin. Und da war eine... Nee, besser gesagt, ich kam auf letztendlich drei Attackentypen, die wir nicht in unserem Team haben. Das sind Gift, Käfer und Wasser. Und ich werde bald mal schauen, ob wir vielleicht auch nochmal hier Gift, Käfer und Wasserattacken in unser Team reinbringen können. Ich möchte aber erstmal warten, bis Luke die Endentwicklung erreicht hat, weil ich da hoffe, dass Luke dann da mal eine Wasserattacke erlernen kann. Das ist halt mein Plan und erst dann schaue ich nach gegen fehlenden Typen. Sonst habe ich so überlegt, haben wir ja eigentlich jeden Typ. Wir haben ja inzwischen auch Eis zum Beispiel. Und sonst Luca haben wir ja. Was ja auch so an sich nicht so gewöhnlich in unserem Team ist. Und hier ist das Akani. Sehr cooles Pokémon, aber ja, nichts für Jonas. Da kommt mal Michelle rein. Bohnen ist sehr effektiv. Feuerzahn, das sollte jetzt nicht so viel Schaden machen. Jo. Bedeutet, wir haben nur diese drei Typen, die in unserem Team mal aufgenommen werden müssten. Gerade für die Pokémon-Liga wäre es schon ganz gut, wenn wir hier und da noch mal ein paar Alternativen haben. Zum Beispiel gegen Pflanzen-Pokémon, wenn Finn besiegt ist. Und Michelle vielleicht auch. Obwohl Michelle kann auch gegen Pflanzen, hat zwar die Flugattacke, aber an sich ist natürlich Michelle auch anfällig gegen Wasserattacken, glaube ich. Wenn ich mich da irre, dann tut's mir sorry. Dann bräuchten wir vielleicht noch eine Giftattacke gegen Pflanzen-Pokémon. Oder Käfer wäre ja auch noch gut gegen Pflanze. Level 48 für Michelle, sehr schön. Oder Gift, ist ja auch gegen Pflanze. Sehr wirks, also nur Typen, die gegen Pflanzen Vorteile haben anscheinend. Ja gut. So, hier gibt es jetzt mehrere Wege. Einmal geht es hier zum Item Top dran. Dann da drüben auch nochmal. Hier geht es nämlich nicht durch. Wird jetzt ein bisschen schwieriger, hier die richtig zu treffen, aber perfekt. Wow, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Jetzt hier noch rüber. Vorsicht. Wenn wir nämlich zu lange drauf bleiben, dann können wir runter. Hier ist ein... Oh, wartet mal.
Guck mal hier. Hier ist eine versteckte Lichtung. Wir haben bestimmt schon einige übersehen. Die hatte ich beinahe jetzt auch übersehen, habe ich irgendwas entdeckt. Waren wir bisher nur einmal in Sanna drin und hier gibt es ein Item? Ein Pokéball? Ernsthaft? So spät im Spiel hier ein Pokéball für so einen Scheiß. Ernsthaft? Wir haben ja auch Itemradar an. Ey, das ist Verarsche. Das ist ja richtig Verarsche. Und ich dachte, könnte nur Pokémon sein. Okay. Dann schnell hier rüber. Hier runter zum Trainer. Und den nächsten Trainer besiegen. Ein Quickle. Bodeneis? Obwohl ich weiß nicht, ob. Doch, Bodeneis müsste Quickle auch schon sein. Relativ schwach, das Pokémon. Wir sind ja auch auf einem sehr guten Level. Also, wenn man hier jetzt mal den Trainer anschaut, zwei Pokémon auf Level 45. Da sind wir auf jeden Fall drüber. Wir haben so gesehen die Gegner endlich mal eingeholt. Aber mit Jonas kann ich hier relativ wenig anstellen. Gehen wir mal zu Finn rüber. Der kann mit einer schönen Feuerattacke meinen Quickle ordentlich einheizen. Er setzt Weißnebel ein. Ich glaube, das verhindert Volltreffer oder so. Oder Statusveränderungen. Irgendwie. Und was war da? Und was war da? Naja, leichtes Spiel für Finn. Und Level 48 für ihn? Nee, das Quickle, das reicht natürlich nicht aus. So, Flampavian, das ist vom Typ Feuer. Da hatte ich auch schon mal gefragt, was das für ein Typ ist. Inzwischen weiß ich es. Feuer. Oder ich hatte. Oh nee, ich war mir nicht sicher. Ich habe zwar gesagt, es wird wahrscheinlich Feuer sein. Ah, das ist schon die Weiterentwicklung, okay. Ja gut, da sieht man jetzt das Feuer auf jeden Fall. Dann eine schöne Bohnenattacke und es ist weg. Ja, man merkt jetzt, wir haben weniger Probleme, da wir auch jetzt wieder endlich höher gelevelt sind. Wir haben ja bei der Strandkotte jetzt auch nochmal ein Level bekommen. Das zahlt sich aus. So, hier ist sonst nichts weiter. Da waren wir. Hey. Ja, hier ist sonst nichts weiter. Jetzt geht es zur Riesengrotte rein. Bevor ich da reingehe, will ich mich mal kurz um eine Heilung kümmern von ein paar Pokémon. Oh, wir hätten beim Dingscenter mal vorbeischauen müssen. Im Pokécenter, beim Supermarkt. Wir haben nicht mehr so viele Items und ja, in der Höhle könnte es heiß hergehen. So, Itemradar ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig in der Höhle. Kann hier und da immer ein Item sein und da ist ein Plasma. Okay, Itemradar wieder aus. Schauen, was wir auf der 1 haben. Und auf hier bringen wir mal Nico nach vorne. Der wird als erstes angreifen, weil die Plasma-Typen haben meistens Gift-Pokémon. Und sonst sicherheitshalber noch Luke. Ich möchte, dass Luke sich auch endlich mal entwickelt. Ich weiß nicht, auf welchem Level er sich letztendlich wirklich entwickeln wird. Aber nein. Falls das halt ein Doppelkampf wird, habe ich das jetzt so gemacht. Sieh einer an. Dann ist es wohl an der Zeit, all jenen, die sich uns in den Weg stellen wollen, eine ordentliche Abreibung zu verpassen. Hey. Wir sind bereits fertig hier, Alter. Oh, langsam Zeit. Wir sollten uns dann mal beeilen. Was haben die vor? Du bist also ganz allein zurückgeblieben, was? Dann such dir einfach aus, gegen wen du von uns kämpfen möchtest. Ja, ich bin es. Aber ich bin es doch. Erinnerst du dich nicht mehr an mich? Das ehemalige Mitglied von Team Plasma? Ich arbeite jetzt als Spion für Rubius. Ah, jetzt wo du es sagst, dein Gesicht kommt mir in der Tat bekannt vor. Du hast dich diese Aufgabe ja offenbar voll und ganz verschrieben. Alles nicht so einfach als ehemaliges Mitglied von Team Plasma, was? Was soll ich sagen? Einfach halt immer so gut zu den Pokémon und daher möchte ich sie jetzt ebenfalls vor bösen Menschen beschützen. Das Recht. Wenn wir es nicht schaffen, Team Plasma das Ding ausmachen, wird es N und dir nie gelingen, euren Namen reinzuwaschen. Nun gut, dann werde ich mich gleich auf den Weg machen, Dennis. Ah, vielen Dank. Obgleich wir sagten, es geschehe zum Wohle der Pokémon, haben wir letztendlich doch nur getan, was wir wollten. Verzeihung, aber es muss dann. Weil es gibt da noch etwas, was ich erledigen muss. Okay. Jetzt kommt hier ein Kampf, aber nee. Oh nein, eine Stärkefelsen. Ich hab was überlegt. René hat ja kein
Genau, kein Rekip mehr, aber Jonas hat noch Rekip und ich könnte mir gut vorstellen, dass er Stärke erlernen könnte. Dass wir Jonas erstmal Stärke beibringen. Können wir ja beim Attackenverlerner wieder verlernen. Er hat immerhin eine Stärke von 80, also so ist. Die Attacke ist ja nicht schlecht. Obwohl, Jonas hat auch keinen Rückkehr mehr. Ich dachte, er hat noch Rückkehr. Aber nee, das hat er auch verlernt. Shit. Dafür kam Synthese rein. Dann macht es natürlich keinen Sinn. Ich habe keine Lust, wieder einen VM-Sklave mitzunehmen. Michael könnte es neu erlernen, aber das. Ja, toll. Michael hat auch keinen Platz frei. Ich möchte nicht schon wieder Synthese wieder rausnehmen, weil die Attacke können wir noch gut gebrauchen. Dann geht's da erstmal nicht weiter. Wird bestimmt irgendwo noch ein Item sein oder so. Keine Ahnung. Ich habe noch den Topschutz an, zufällig. Einen Lunastein. Ja, geil. 46, weil ich Nico gewonnen habe und der einfach noch zu gering gelevelt ist. Aber Trainer waren doch jetzt auf dem nächsten Tag mit Level noch, oder? Du hast jetzt wieder angeheizt. Kann sich sein. Dann Loop mit nach vorne mal. Ja, gut, zwei Ausgänge. Hier gibt es ein Item. Ein Sternenstück. Links gibt es noch ein Item. Hier aber nicht ran. Komm, komm, komm. Elektrojuwel, wieder kein Stück. Selbst Luke wehrt hier die Pokémon nicht ab. Oh, ein Botoge auf Level 47. Und sind die wilden Pokémon jetzt so stark? Ich dachte, wir haben jetzt aufgeholt. Ich greife mal das Protokoll an, weil das ist gerade gegen meine Elektroattacken ja, anfällig. Daher, warum die EP nicht mitnehmen? Können wir gut gebrauchen. Gut, sind jetzt nicht die größten EP. Da ist. Hä? Ein Hyperball? Hier müssen wir auf jeden Fall nochmal mit Stärke zurückkommen. Ein Gesteinjuwel und jetzt habe ich außerdem den Topschutz weggeklickt. Das war jetzt nicht von mir so geplant. Wir werden gleich hier die Gänge nochmal prüfen und auch nochmal Team Plasma da prüfen. Ich will erstmal schauen, was es hier sonst noch so gibt. Außer wilde Pokémon. Ja, hier scheint Botoge halt noch so hochgelevelt zu sein. Ah, den Move könnte ich mal kurz da nutzen, um mal zu schauen, was es hier für Pokémon gibt. Auf PokéWiki Riesengrotte. Okay, eins kann ich euch sagen, habe ich jetzt per Zufall hier gesehen, weil ich schon mal auf Items hier geklickt habe, dass man hier Eisstrahl finden kann als TM. Bedeutet, wir werden auf jeden Fall mit Stärke nochmal hier zurückkommen. Gibt's ein Item? Okay. Surfer braucht man hier. Okay, wir brauchen auch noch Surfer. So, jetzt klappern wir mal die ganzen Dinger da ab. Beistrahl ist halt auch geil. Können wir theoretisch irgendwie beibringen. Okay. Ein Gelatropo. Ja, da flüchte ich jetzt. Wird gescheitert, na toll. Und Luke, das hättest du durch. Oder flüchte, flüchte. Nein! Glaube, wir müssen es besiegen. Wir können hier nicht flüchten. Na toll. Das ist ja richtig super. Komm, Finn, du. Ich bin froh, wenn ich hier raus bin, sozusagen. Hitzewelle. Naja, springt wenigstens hoffentlich Level 48 für. Oh, immer noch so knapp. Ja, gut. Dann schnell hier durch. Auf zu den Rippen hier, aber erstmal braucht Luke immer eine kleine Heilung.
Und noch ein Trank dahinter. Stehe hier, wache, damit niemand entkommt. Niemand darf hier vorbei. Das ist ein Befehl der sieben Weisen. Okay, da können wir noch nicht durch. Dann gehen wir zu den anderen Ausgängen mal. Es gab ja hier zwei Stück. Und wieder ein blödes Pokémon, bitte ein Portogel. Danke sehr. Das andere hatte ich jetzt keinen Bock. Geil. Okay, danke, Portogel. Trotzdem musst du sterben. Hätte ich das vorher gewusst, dass du mich heilen willst. Ja gut, dann hätte ich vielleicht... wäre ich vielleicht geflüchtet und hätte ich in Ruhe lassen, aber konnte ich ja nicht wissen. Hast mir ja nicht gesagt. So, wo sind wir jetzt hier? Hä? Man merkt, dass ich dezent verwirrt bin. Route 13? Route 13? Wo ist Route 13? Hier? Route 13 haben wir ja schon längst erkundet, aber... Hä? Ah, hier gibt es einen Stärkefelsen, okay. Wo man halt dann zur anderen Route kommt und dann gibt es hier noch ein Item. Ein Hypertrank. Interessant, wie das hier jetzt so verzweigt ist. Finde ich eigentlich ganz geil, muss ich sagen. Aber dennoch bin ich ein bisschen verwirrt. Komm, ich setze hier nochmal einen Topschutz ein. Auch hier gibt es wilde Pokémon. Ernsthaft? Zwei Pelipper. Level 50! Wilde Pokémon, Level 50! Ach du eilige Scheiße. Mach sie weg. Und macht sie weg. Nein, keine Druckträne, sondern Psychokinese. Ja, und das Pelipper wird hier nicht bis... Oh doch, sehr schön, Nico. Ein wunderbarer Volltreffer. Und Donnerblitz. Ja, Donnerblitz sollte auf jeden Fall ausreichen, weil hier war schwächer. Bisher war es mir auch nicht möglich, aus Doppelkämpfen zu flüchten. Daher habe ich das jetzt hier auch nicht probiert. So, hier gibt es noch ein Item. Ein Top-Tank. Ja, das nehme ich gerne mit. Wohin führt denn das jetzt? Ach, jetzt hier noch ein Kampf gegen die. 52 wird ja immer schlimmer. Da kann ich vergessen zu flüchten, weil es ja vorhin schon nicht geklappt hat. Ja, gestorben, kann er ruhig machen. Gut, dass wir Finn hier dabei haben. Dann kannst du ja jetzt auch hier dein Level up mal holen. Oh, zwar nicht sehr effektiv, aber trotzdem macht es ganz schön viel Schaden, obwohl ich hätte mehr gerechnet. Bei 5 Level. Ja, ist klar. Eishaut? Ja, mit 1 KP überlebt er trotzdem, finde ich eher nicht so schön. Komm, Gegenstoß hier. Eine schwächere Attacke mal einsetzen. Tschüss. Mehr wilde Kämpfe in diesem Part als Trainerkämpfe. Auch mal was anderes sozusagen. So, nicht durch das hohe Gras, aber möglichst nicht durch das hohe Gras. Ein Gelbstück? Ja gut, brauchen wir jetzt nicht mehr. Sind hier oben noch ein Item, ein Mondstein. Da unten sind wir da mal lang gegangen, bestimmt. Interessant. Gibt aber noch einen anderen Ausgang, den will ich jetzt auch noch mal kurz erkennen. Kein wildes Pokémon. Okay, das ist sehr interessant. Was es hier zu sehen gibt, seht ihr an diesem Board. Bis dahin und tschüss.